Prinz Sverre Magnus wird flügge. Der norwegische Royal ist zu Hause ausgezogen und hat einen Job angefangen. Prinz Sverre Magnus ist zu Hause ausgezogen. Im Mai machte Prinz Sverre Magnus seinen Schulabschluss. Seitdem hielt sich der 18-Jährige bedeckt, was seine Zukunftspläne angeht. Nun hat Kronprinzessin Mette-Marit jedoch Details aus dem Leben ihres jüngsten Sohnes ausgeplaudert. Demnach hat sich Prinz Sverre Magnus einen Job gesucht. Wir möchten nicht näher darauf eingehen, wo er arbeiten und was er tun wird, aber wir können das bestätigen, verriet die 51-Jährige am Dienstag bei einem Besuch in Trøndelag. Prinzessin Ingrid Alexandra jobbte nach ihrem Schulabschluss auch erst einmal für ein Jahr, bevor sie sich für eine militärische Ausbildung entschied. Außerdem hat der jüngste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon das heimische Nest verlassen. Wir können bestätigen, dass Prinz Sverre Magnus nach Trondheim gezogen ist. Er freut sich riesig darauf, erklärte die dreifache Mutter. Ob er sich sein neues Domizil mit seiner Freundin Amalie Gieva MacLeod teilt, ist nicht bekannt. Bei der Hochzeit seiner Tante wirkte der junge Royal zumindest sehr verliebt. Langsam wird es leer in Skaugum. Da auch Prinzessin Ingrid Alexandra ihr Elternhaus für ihre Ausbildung verlassen hat, lebt nur noch Marius Borghøiby dort. Der 27-Jährige lebt allerdings nicht mit seinen Eltern unter einem Dach, sondern bewohnt ein separates Haus.